Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum dritten und letzten Duell des heutigen Quarantäne-Streams. Der gute Christian ist nach wie vor bei mir hier im Videostudio. Und ja, wir kloppen uns nochmal ein letztes Mal für heute und gucken mal, was so für Dinge passieren werden. Genau, gelb gegen rot. Ja, dann nehme ich natürlich auch einen gelben Würfel. Ich einen grünen, natürlich, weil es so gut passt. Richtig, ja. Zwei. Hm. Fünf, sechs. Ich habe ein bisschen Angst vor deinem Deck, aber ich lasse dich trotzdem mal anfangen. Okay. Ich weiß ja nicht, was du spielst, ne? Also, lass mich mal überraschen. Ich hatte es dir vorhin gesagt. Du hast es nur schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, gerade so einfach untergegangen. Was ist das denn für ein Mist hier? Das ist ja mega peinlich. Ich setze ein Monster und eine Karte verdeckt und du bist. Uff, das ist nicht so viel. Wie gesagt, abgeschwächt. Da ist aber ganz schön sehr stark abgeschwächt. Ja. Na gut, dann fangen wir doch mal klein und bescheiden an und rufen als Spezialbeschwörung unseren Photonendrescher. Ach, genau das Deck. Du hast es mir wirklich gesagt. Ja, natürlich habe ich es dir gesagt. Du hast es nur vergessen, sag ich doch. Gut, den guten Kollegen darf ich nicht als Normalbeschwörung beschwören, sondern erst als Spezialbeschwörung beschwören, wenn ich keine Monster kontrolliere. Und sollte ich andere Monster kontrollieren, darf der gute Kollege nicht angreifen. Ist aber auch nicht wirklich relevant, er wird nicht lange auf dem Spielfeld bleiben. Aber ich aktiviere erstmal jetzt den Effekt von meinem Photon-Orbital. Ich darf jetzt ein Photon- oder Galaxiemonster wählen, das ich kontrolliere und das gewählte Monster mit ihm ausrüsten. Das bekommt 5 Angriffspunkte oben drauf. Mhm. Außerdem darf ich den guten Kollegen als Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen und mir dann eine Photon- oder Galaxiemonsterkarte von meinem Deck auf die Hand zu nehmen, außer den Orbital selber. Und jeden dieser Effekte darf ich noch einmal pro Spielzug benutzen. Okay. Darf ich das denn machen? Darfst du machen. Gut, dann suche ich meine Photon- oder Galaxiekarte. Ein Monster. Entschuldigung, muss ja mein Monster sein. Ich glaube, ich nehme mal den Photon-Vertilger. Auch den guten Kollegen darf ich nicht als Normalbeschwörung beschwören. Den darf ich aber als Spezialbeschwörung beschwören, wenn ich ein Photon- oder Galaxiemonster kontrolliere. Und er darf auch nicht in dem Spielzug angreifen, indem ich ihn als Spezialbeschwörung beschworen habe. Und ich darf ihn auch noch einmal pro Spielzug auf Spezialbeschwörung beschwören. Hohoho. So, aber wenn ich ihn beschwöre, dann macht er ganz tolle Dinge. Denn dann darf ich mir einen Galaxieaugen-Photonendrachen von meinem Deck auf die Hand nehmen. Ist das nicht schön? Nicht schlecht. Oh, und das mache ich jetzt einfach mal. Ich rufe meinen Photonenvertilger mal als Spezialbeschwörung. Ich möchte gerne seinen Effekt nutzen, um mir einen Galaxieaugen-Photonendrachen von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Bitteschön. Dankeschön. Luisa denn? Wo versteckt er sich? Luisa? Da ist er. Ein ganz hübscher. Ein ganz lieber, feiner Drache. Multi. Nice. Ja, nicht nur einer, ich habe sogar drei. So, mein Vertilger hat aber noch einen Effekt. Denn wenn ich ein Exis-Monster mit ihm als Material beschwöre, dann bekommt das Monster den Effekt, dass sich alle Monster, die durch Kampf mit dem Exis-Monster halt zerstört werden, verbannt werden. Mhm, schön, oder? Mhm, okay. Mhm. Kann man mitarbeiten, ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich ihn einfach nur so beschwöre oder ob ich da noch ein bisschen mehr Ärger machen kann. Das ist irgendwie nicht so wirklich. Ach, machen wir einfach mal. Ich mache eine Link-2-Beschwörung. Sehr interessant. Ich beschwöre den Galaxieaugen-Sonneneruptdrachen. Was kann der denn? Wenn er als Link-Beschwörung beschworen wird, dann darf ich erstmal ein Photon- oder Galaxiemonster meinem Friedhof wählen und meine Hand hinzufügen. Ich glaube, ich nehme den Photonen-Vertilger einfach mal. Der macht eine ganze Menge Spaß. So, außerdem, während deines Spielzuges, während deiner Mainphase genauer gesagt, kann ich als Schnelleffekt eine Photon-Karte oder eine Galaxiekarte abwerfen oder alternativ einen Galaxieaugen-Photonendrachen
Nee, ein Photon und eine Galaxiekarte oder ein Galaxieaugen-Photonendrache. Oh. Und dann darf ich ein spezialbeschworenes Monster werden, das du kontrollierst und es zerstören. Klingt doch nett, oder? Ja, habe ich aber nicht. Noch nicht. Toll für dich. Kommt vielleicht ja noch, wer weiß. Du hast voll viele Karten, ey, hör mal auf. Und das ist noch ein Anfang. Ich aktiviere mal meine Galaxie Trance. Ich zahle 2000 Lebenspunkte und darf dafür jetzt ein Photon-Monster in meinem Friedhof wählen und es und ein Galaxiemonster mit der gleichen Stufe aus meinem Deck beschwören. Okay. Und zwar in Verteidigungsposition. Außerdem werden die Angriffspunkte beider Monster zu 2000 und ihre Effekte werden annulliert. Und die Trance darf ich auch nur einmal pro Spielzug aktivieren und in dem Spielzug, in dem ich diese aktiviere, darf ich nur Photon- oder Galaxiemonster beschwören. So, und die sind gerade ein bisschen blind. Ja, du kriegst gerade so hart ab, dass die App abgestürzt ist. Ja, das ist voll derbe, ne? So, dann wähle ich einfach mal den Photon-Orbital. Spielt ja keine Rolle, was ich nehme. Und beschwöre noch ein Galaxiemonster der Stufe 4 aus meinem Deck. So, was haben wir denn da für schöne Sachen? Der ist nicht Stufe 4. Der auch nicht. Verdammt, ich habe kein Stufe 4 Monster. Du hast Glück gehabt. Ich hatte das einzige Stufe 4 Monster tatsächlich auf der Hand. Also kannst du die gar nicht auflösen? Nein. Ich kann sie nicht mal aktivieren, weil ich kein valides Ziel habe. Hast du nochmal Glück gehabt? Ha! Fürs Erste. Ja, schade. Dann machen wir es einfach kurz und knackig. Battlephase. Angriff mit Galaxie, Augen, Sonne, Rucktrache. Nee. Spiegelkraft. Ja, Spiegelkraft. Brennende Spiegelkraft. Oh. Wenn ein Monster deines Gegners seinen Angriff deklariert, zerstöre so viele Monster in Angriffspositionen der Gegner kontrolliert wie möglich. Und falls du dies tust, erhältst du Schaden in Höhe der Hälfte der Summe der Grund-ATK der zerstörten Monster. Dann füge deinem Gegner Schaden in Höhe des Schadens zu, den du erhalten hast. Das heißt, ich bekomme 1000, dann bekommst du 1000. Und du verlierst dein Monster. Oh nein. Das ist mal so gar nicht nice. Aber dann ist das halt so. Ja, schade, dann gebe ich erstmal nicht ab. Okay. Und guck mal, ob du da ein bisschen mehr helfen kannst. Komm, jetzt hier Hesse-Karten. Ja, das ist okay. Also, schlecht ist es jetzt nicht. Ich nochmal beschwöre. Überladung von Quarkimiru. Und anschließend flippe ich auf. Fossil Apache. Nein! Ich gehe in die Battle Phase. Ja. Ich greife zuerst an mit 1-2. Direkt. Ja. Und dann mit der Überladung von Quarkimiru. Der hat übrigens auch einen Effekt. Während jeder der Endphasen zerstöre diese Karte, sei denn, ich kann ein Eisenkernmonster oder ein Eisenkern oder ein Felsmonster von der Hand vorzeigen. Ja. Und wenn der Gegner eine Monster beschwören würde, Schnelleffekt, kann ich diese Karte als gut anbieten und dann die Beschwörung ja, verhindern. Ne? Boah. Gut. Hat er dich schon angegriffen? Nein, also der kommt mit 1,9. Eine Quarkimiru unterstützte Variante. Übrigens, der Fossil Apache hat den Effekt, kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Und außerdem, wenn er aufgedeckt wird, werden alle Monster zerstört, die als Spezialbeschwörung beschworen wurden. Genau. Dann setze ich noch eine Karte verdeckt und dein Spielzug. Das behindert mich jetzt gerade sehr deftig. Aber ich kann mich erstmal ein bisschen verteidigen. Ich setze ein Monster und beende meinen Spielzug. Okay. Ich hoffe nicht, dass der 2000 Def hat, weil sonst habe ich ein Problem. ich gehe in die Battle Phase. Ich habe übrigens in der End Phase kein Monster gezeigt gerade, ne? Achso, ja, stimmt. Hier habe ich Standbefeuerung. Ja, Gott. Ich habe jetzt gerade gezogen. Ja. Ich gehe in die Battle Phase. Ja. Mit dem Quarkimiru greife ich ein Monster an. Viel Spaß mit einem Photon-Orbital und 2000 Verteidigungspunkten. Wunderbar. Du kannst nicht vorbei. Anschließend setze ich auch ein Monster und du bist dran. Okay, dann ziehe ich meine Karte. Das bringt mir nur dezent was. Wobei, es bringt mir was. Ah, das ist sogar... Ach, das ist ja gar traumhaft. Weil ich ein Photon oder Galaxiemonster kontrolliere, darf ich den guten alten Galaxieritter als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribute anzubieten. Ja, nice. So, wenn ich ihn so beschwöre, darf ich ein Galaxieaugen-Photon-Drachen auf meinem Friedhof wählen, sollte ich einen haben. Und unabhängig davon verliert er erstmal 1000 Angriffspunkte und dann dürfte ich normalerweise den Drachen sogar noch von meinem Friedhof beschwören.
Ja, und zwar in die Verteidigungsposition. Und ja, der hat noch bis zur Endphase halt die 1000 Punkte halt weniger. Ich kann das annullieren, ne? Das kannst du vielleicht, wenn du das möchtest. Dann mache ich das einfach. Also ich rotieren und annulliere die Beschwörung. Das ist eigentlich annullieren, Chain Effect. Du kannst die Karte als Rot anbieten, annulliere die Beschwörung. Also siehst du, zerstöre das oder die Monster. Okay. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn du mit denen durchgelassen hättest. Naja, ja. Dann sitze ich das für den Moment noch aus und beende meinen Spielzug. Okay. Duro. Orangutan, Duro. Monsterkarte. Ich setze eine Karte. Ja. Und ein Monster. Du bist. Jetzt muss er sich verteidigen hier. Jetzt hat er Angst. Ah. Ah. Aha. Bist du ein Minecraft-Villager? Ha. Ha. Warum auch nicht? Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Galaxiezauberer. Der hat aber nur Angriffspunkte. Das ist okay, aber der wird sowieso nicht lange bleiben, von daher ist das nicht so ganz relevant. Denn er hat zwei Effekte. Zum einen kann ich seine Stufe bis zum Ende dieses Zuges um 4 erhöhen. Oder, und ich kann diese Karte als Tribut anbieten, um meine Hand eine Galaxiekarte von meinem Deck hinzuzufügen, außer den Galaxiezauberer. Ist okay. Das mache ich auch. Ich aktiviere seinen Effekt. Ja. So, eine Galaxiezauberkarte. Eine Galaxiekarte, das ist noch viel schöner. Das heißt, ich kann mir auch sowas Schönes suchen. Wie. Oh, der könnte nachher noch interessant werden. Den guten alten Galaxiesoldaten. Ich kann es aber gar nicht specialen. Noch nicht, noch nicht. Kommt noch, keine Sorge. Jetzt habe ich zu viele Handkarten. Das ist nicht schön. Haha. Ich setze eine Karte. Du bist dran. Okay, dann ziehe ich. Mhm. Sehr interessant. Ich setze eine weitere Karte und du bist dran. Das freut mich sehr. Und soll ich mal sagen, warum? Ich ziehe erstmal eine Karte. Mache ich das jetzt schon? Das macht noch keinen Sinn. Aber warum eigentlich nicht? Ich aktiviere mein Habchen Flederwisch und zerstöre alle deine Zauber- und Fallenkarten. Verdammt! Warte, ich möchte ankennen. Felsbombardierung. Ui! Wie gesagt, lege ein Felsmonster von deinem Deck auf den Friedhof. Und ist es Kosten und dann füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Boah! Da kommt eine Lawine auf mich zugerollt. Bam! Hm. Und Madara, er musste ein Eisenkern oder ein Felsmonster vorzeigen vorhin für die Überladung. Aber das hat er ja danach eigentlich noch getan. Ist gut. Ich nehme den Wachposten Steinsoldat. Aha. Und dann bekommst du 500 Schaden. Yeah. Oh nein! Aber ich verliere leider meine beiden Spiegelkräfte. Hui! Tja. Das passiert halt, wenn man sowas unbedacht einfach auf den Friedhof packt. So, jetzt wird aber mal Zeit, deinen Pachi da mal loszuwerden. Ich biete meinen Photon-Orbital einfach mal als Tribut. Was ist das? Ich rufe meinen Galaxiesoldaten. Wie geht das? Ich biete einfach jetzt. Was ist dieses Tribut anbieten? Ich rufe jetzt als Tributbeschwörung. Was ist Tributbeschwörung? Noch nie gehört. Ja, ist so eine ausgestorbene Beschwörungsmechanik. Eine dezent ausgestorbene. So. Weil ich muss sie nicht unbedingt als Spezialbeschwörung beschwören, indem ich eine Karte abwerfe. Ich kann sie auch einfach so als Normalbeschwörung beschwören. So, und wenn. Sein zweiter Effekt geht dummerweise halt nur, wenn eine Spezialbeschwörung beschworen wird. Aber das ist alles kein Problem, weil ich gehe jetzt einfach mal in die Battle-Phase. Jawohl. Und greife mit dem Galaxiesoldaten den fossilen Pachy Cephalosaurier an. Ja, dann kriege ich 800 Schaden. Das ist vollkommen korrekt. So, und jetzt kann ich auch ein bisschen anfangen zu spielen oder mitmachen und mitspielen. So, dann fangen wir erstmal an. Ich beschwöre als Spezialbeschwörung meinen Photon-Vertilger, und zwar in meiner Endphase 2, und möchte gerne seinen Effekt nutzen, um mir wieder einen Galaxieaugen-Photon-Drachen zu suchen, wenn du nichts dagegen hast. Okay, ja. So, und da haben wir noch einen. Ist der nicht schick? Ich finde ihn voll schick. Bin ich Fan von. Ich auch. Tüdü. So, was haben wir noch für schöne Sachen für dich parat? Das
auch noch machen. Ach, ich habe so viele Möglichkeiten. Das machen wir ein bisschen anders. Ich biete die beiden Herrschaften mal als Tribut. Und rufe als Spezialbeschwörung meinen Galaxieaugen-Photonendrachen. Das darf ich nämlich zwei Monster mit 2000 Angriffspunkten als Tribut anbieten. So, und sollte der gute Kollege jetzt kämpfen, kann ich bei der Angriffsdeklaration sowohl ihn als auch das Monster, das ich als Angriffsziel gewählt habe, verbannen bis zum Ende der Battlephase. Und wenn das verbannte Monster ein Exis-Monster gewesen ist, dann bekommt er am Ende 500 Angriffspunkte pro Material, den das Monster zu Beginn des Kampfes hatte. Okay, kommen danach die Monster wieder? Die Monster kommen wieder, ja. Aber mein Monster wird einfach nur stärker. Boah, mächtiger. Ich aktiviere Wiedergeburt. Cool. Und dann holen wir unseren guten alten Galaxieritter noch mal eben kurz zurück. Dann überlagere ich mal meine beiden Kollegen. Die sind beide 8. Beide Stufe 8. Okay. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, die Frage ist, was gönne ich mir jetzt mal? Den könnte ich machen, den hebe ich mir aber für später auf. Eine Handkarte hast du, ne? Jawohl. Ich kann so viel machen. Ich rufe einfach mal meinen Nummer 90 Galaxieaugen-Photonenherr. Oh, der kriegt ja, glaube ich, extra Effekte, wenn er ein Galaxiemonster hat, ne? Das Material. Ja, fast. Und zwar, wenn er eine Photon oder wenn diese Karte eine Photonkarte als Material hat, kann er nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist das Erste. Und da ich einen Galaxieaugen-Photonendrachen drunter liegen habe, ist er also dementsprechend geschützt. Außerdem hat er jetzt zwei Effekte. Und zwar, wenn du den Effekt eines Monsters aktivierst, dann kann ich als Schnelleffekt ein Material von dieser Karte abhängen und das, den Effekt annullieren. Mhm. Und wenn es eine Galaxiekarte war, die ich abgehangen habe, wird die Karte auch zerstört. Und während deines Spielzuges kann ich eine Photon- oder Galaxiekarte von meinem Deck auf die Hand nehmen und sie entweder als Material dranhängen oder einfach nur der Hand hinzufügen. Okay. Schön, oder? Das ist nice. Ja, finde ich auch. Gut. Ich könnte noch mehr vielleicht. Ach, warum eigentlich nicht? Ich aktiviere meinen Topf der Trägheit. Nice. Ich mische jetzt 5 Monster von meinem Friedhof ins Deck zurück und ziehe anschließend 2 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Man sollte ja immer genug Material im Deck haben, ne? Zu arbeiten. Patschi, 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 patschi. Fossiler Pachycephalosaurier ist es eigentlich richtiger, also aber Patschi hat sich so eingebürgert. So, darf ich denn die 2 Karten denn ziehen? Ja. Schön. Oh nein, die wollte man noch nicht ziehen. Selber schuld. Ja. Hast du dir so ausgesucht? Nicht ganz, aber ist egal. Du bist dran. Jawohl. Oh. Mhm. Aha, okay, sehr interessant. Mhm. Immer so durchlesen, dann danach kann ich weiter vernichten. Mhm. Dann versuch mal, dein Glück. Ich flippe auf. Mein Steinbefeuer Kristall Greifonit. Oder bitte in Angriffsposition. Natürlich. Gut, dann möchte ich gerne den Effekt von Nummer 90 Galaxie Augen Photon her aktivieren und würde mir gerne eine Photon- oder Galaxiekarte von meinem Deck entweder auf die Hand nehmen oder als Material drunter hängen. Okay. Das muss ja eine Karte sein, kein Monster, ne? Ja. Das ist schön. Das Coole ist, ich kann mir jetzt quasi alles aus meinem Deck suchen. Ach, ich suche mir ein Photonorbital. Der geht immer gut. Der geht gut rein. Der geht gut rein, ja. Geht gut, geht gut. Und den nehme ich auf die Hand. Den möchte ich nicht als Material runterhängen.
Das ist krass, wie viel Kartenvorteil das Deck generieren kann. Jawohl. Vielleicht hilft er dir, vielleicht auch nicht. Ich flippe noch ein Monster auf, einen Steinbefeuer Drachit. Ist die Beschwörung okay? Ja. Dann mache ich eine XYZ-Beschwörung. Oh. Auf Nummer 39, Utopia. Ui. Ist das okay? Das ist erstmal soweit in Ordnung, ja. Dann lege ich da oben drauf noch ein Nummer S39 Euro bei der Bits. Ah, das habe ich befürchtet, dass der kommt. So, und der hat den Effekt, ich kann ihn auch auf dem Ring 4Xis Utopia Monster drauflegen. Mhm. Und kann nicht. Warte mal. Also wenn er halt angreift, ne, dann kannst du keine Karte und Effekte aktivieren, bis du genau. Steps, ja. Und ich kann zwei Materialien von ihm abhängen und dann werden seine ATK zu 5000. Zwei Materialien muss er abhängen, ne? Ja. Genau. Ja, man macht das, ich glaube, wenn er angreift oder so, ne? Oder ist das ein Effekt, den ich in der Main Phase triggern muss? Nö. Das kommt während der Battle Phase alles. Gut, dann gehe ich jetzt in die Battle Phase. Ja. Ja, mit Utorial Witz greife ich dein Monster an und hänge zwei Materialien ab. Ja. Schade. So, Pups. So, dann gehe ich in meine Main Phase 2 und versuche mal vielleicht jetzt hier auch mal zu spielen. Ich hindere dich nicht an irgendwelchen Spielzügen. Ja, ist okay. Ich normal beschwöre, Doki Doki. Ui, ja. Und der hat den Effekt, ich kann ein Felsmonster abwerfen und dann ein Felsmonster mit derselben Grundeigenschaft und derselben Grundstufe wie das Monster als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören in die offene Angriffsposition oder vielleicht der Verteidigungsposition. Ich aktiviere den Effekt und warte mal, das muss ja dieselbe Grundeigenschaft sein. Mhm. Ich kann das, glaube ich, gar nicht dann auflösen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Upsi. Nee, ich glaube, das geht nicht. Tja, Spielfehler passieren. Du bist dran. Das ist natürlich jetzt ungünstig für dich, aber ja, Dinge passieren gerne mal. Ah, gut, aber jetzt kann ich ein paar Dinge machen. Ja. Jetzt kann ich mal mein Galaxy Trends auch mal aktivieren und auch auflösen. Ich zahle also, wie gesagt, 2000 Lebenspunkte, wähle ein Photon-Monster meinem Friedhof, beschwöre es oder ein Galaxiemonster mit der gleichen Stufe als Spezialbeschwörung von meinem Deck. Dann nehme ich dann einfach den Galaxieaugen Photonendrache. Ja. Und aus meinem Deck ein Monster mit der gleichen Stufe, ein Galaxiemonster. Und weil wir den guten Kollegen noch nicht hatten, nehmen wir den guten Galaxiekämpfer. Mhm. So ist besser. Mhm. So ist auch richtig. Gut, die Effekte von den beiden Kollegen sind annulliert. Und beide haben 2000 Angriffspunkte. So, und ich darf halt nur Photon oder Galaxiemonster beschwören, aber das sollte für mich kein allzu großes Problem darstellen. Dann kann ich jetzt aber weitermachen. Weil ich nämlich ein Photon oder Galaxiemonster kontrolliere, darf ich hier jetzt noch meinen Photonenvertilger als Spezialbeschwörung beschwören. Und den Sucheffekt nutze ich nicht. Dafür rüste ich ihn aber mit meinem Photonorbital aus meiner Hand aus. Okay. Und aktiviere jetzt den zweiten Effekt von Photonorbital und suche mir eine Photon- oder Galaxie-Monster-Karte. Bitteschön. Dankeschön. So ein Galaxiesoldat zum Beispiel ist immer ganz nett. Nein. Ups. Nur Photon und nur Galaxienmonster. Aber das ist in Ordnung. So. Dann werde ich mich jetzt von einem Galaxieaugen-Photon-Drachen trennen und rufe meinen Galaxiesoldaten als Spezialbeschwörung und aktiviere seinen Effekt. Denn wenn ich ihn spezialbeschwöre, darf ich mir ein weiteres Galaxiemonster von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay. Sowas wie einen Galaxieritter zum Beispiel. Denn die normale Beschwörung habe ich nämlich noch offen. Dann überlage ich erstmal meine beiden Kollegen hier. Und begrüße. Nee, machen wir den hier.
Ich rufe Nummer 38, Hoffnungsvorbot. Ach nee, den darf ich gar nicht beschwören. Wieso nicht? Ich darf nur Photon oder Galaxiemonster beschwören. Hat er nicht was mit Photon oder Galaxie? Nein, hat er leider nicht. Ja. Wobei, der heißt Titan Galaxie. Ja. Passt ja doch rein. Schön. Richtig. Ich wollte schon sagen, genau, nur Photon oder Galaxiemonster. Ja. Schwein gehabt. Aber der wird nicht lange bleiben. Ich nutze ihn als Sprungbrett für den Galaxieaugen-Körperpanzer-Photonendrache. Den darf ich... Ah, das ist kein Galaxieaugenmonster. Darf ich auch nicht. Och, ich bin so dusselig. Ach, passiert manchmal. Ja. Ist für uns alle schon in der sechste Stunde, ne? Ja, sollte nur nicht passieren, ist das Problem. Ist aber nicht so tragisch. Ich kann noch ein bisschen mehr machen. Ich habe nämlich zum Beispiel noch eine Galaxie-Expedition. Wenn ich ein Photon- oder Galaxie-Monster kontrolliere, dann darf ich nämlich ein Photon- oder Galaxie-Monster in Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von meinem Deck in die Verteidigungsposition beschwören. Cool. Mhm. Und da ich ja den Galaxie-Soldaten kontrolliere. Machen wir noch einen. Ja, der bringt mir noch nicht so viel. Wobei doch, ich könnte was machen. Ich könnte den Sonne-Ruck-Drachen nochmal bauen. Der war eigentlich ganz lustig. Das Problem ist, der Schusseffekt geht halt nur während deines Zuges. Aber der kann sich auch nicht verstärken. Das ist das Gute. Nee, das würde ich. Wobei. Ach komm. Machen wir es einfach. Galaxiesoldat. Das reicht auch. So, und dann machen wir meine Link 2. Und dann kommt der Galaxie auf den Sonnenerupt-Drache und dann aktiviert sich auch wieder sein Effekt und ich darf mal wieder eine Photon- und eine Galaxie-Monsterkarte im Friedhof wählen und sie meiner Hand hinzufügen. Und... Gucken, was haben wir denn da noch so für schöne Sachen? Nehmen wir den Photon-Orbital, den kann man immer gut gebrauchen. Und ich bin noch lange nicht fertig. Okay, ich bin den ganzen Tag hier, also kein Problem. Gut, denn wie gesagt, die Normalbeschwörung habe ich auch noch nicht gemacht. Ich normalbeschwöre meinen Galaxieritter. Effekt, ich darf mir einen Galaxieaugen-Photon-Drachen an meinem Friedhof wählen, der ist als Spezialbeschwörung beschwören. Dafür verliert aber er 1000 Angriffspunkte. Mhm. Schwupp. So, und die beiden überlagern wir. Oh, das könnte jetzt witzig werden. Ich rufe Galaxie auf den Cypher-Drache. Der macht richtig viel Spaß. Aber pro Spielzug kann ich nämlich ein Exis-Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld werden, das du kontrollierst. Ich darf für den restlichen Spielzugs darf... Also ich kann mit keinem Monster mehr direkt angreifen, außer mit dieser Karte. Und dafür übernehme ich einfach deine Monster. Es wird zu einem Galaxie-Augen-Cypher-Drache und hatte dann 3000 Angriffspunkte. Nice. Schön, oder? Den Effekt aktiviere ich auch mal. Ich hätte gerne deinen Nummer 39, S39. Kommt er mit oder ohne Material? Der kommt mit Material. Okay. Material, wenn das, also wenn ihr nur die Kontrolle wechselt, geht das Material immer mit. So, der wird jetzt auch zu einem Galaxie-Augen-Cypher-Drache mit 3000 Angriffspunkten. Und es darf nur noch er dich direkt angreifen. Das Gute ist, weil er jetzt ein Galaxie-Augen-Cypher-Drache ist, kann ich noch ein cooles Monster beschwören. Ich kann sogar noch zwei coole Monster beschwören. Ach komm, nehmen wir unseren neuen Big Daddy. Ich rufe als Exis-Beschwörung Galaxie-Augen-Cypher-X-Drache. Den darf ich auch speziell beschwören, nämlich ein Cypher-Monster, ein Cypher-Drache-Monster, das ich kontrolliere, als Exis-Material benutze. Das Material wird dann unten drunter einfach mittransferiert. Mhm. Ich kann zwei Materialien von dieser Karte abhängen. Du kannst keine Lichtmonster, die ich kontrolliere, mehr bis zum Ende des Spielzugs, also bis zu deinem Spielzug, auch nicht mehr als Ziel für Karteneffekte wählen. Und während meiner Standby-Phase kann ich ein Drache-Exis-Monster des Rangs 9 oder niedriger beim Friedhof wählen, es ins Extra-Deck zurücklegen, dann es als Spezialbeschwörung beschwören und ihn als Material drunter hängen. Nice. Cool, oder? Aber ich glaube, damit kann ich dich jetzt gerade ein bisschen genug ärgern. Ich gehe mal in die Battle-Phase. Okay. Ich greife mit dem Galaxie-Augen-Cypher-X-Drache mal den Doki Doki für 3-5 Schaden an. Jawohl. Und weil du noch eher direkt angreifen darf, greife ich mit dem Cypher-Drachen deine Lebenspunkte direkt an. Ja, dann war es das.
Puff. Ach, von den Lebenspunkten sah es erst so gut für mich aus. Ja, der muss sogar an der Galaxie soll er dabei. Ja, ja. Details. Mach jetzt den Braten nicht mehr fett, ne? Nein. Überlebt hast du trotzdem nicht. Uff. Hat ein Sekündchen gedauert, aber. Bekommen wir es wieder. Ja, natürlich. Darfst du behalten. Und das Gute an dem Galaxie-Deck ist, kann sich auch hier durch zwei oder drei Handfahrten durchaus durchspielen, weil die Ressourcen, die er hat generieren können, die sind einfach der Wahnsinn. Das ist richtig heftig. Sie kosten mehr als bei Fuffles. Ja, absolut. Also das Deck aber ist auch nur fast. Fast, ja. Ups. Aber fast hättest du nicht gehabt. Nur fast. Du musst ja mal eine Spiegelkräfte zerstören. Ja, genau. Und die Spiegelkräfte sind gefährlich. Ey. Und dann da noch der Pachycephalosaurier. Oder Pachi, um den rotäugigen, den rotäugigen Schmied zu ärgern. Pachi, Pachi, Pachi. Pachi, Pachi, Pachi. Patsch, patsch, patsch. Klatsch, klatsch, klatsch. So, er soll das zweite Duell anfangen. Ich möchte anfangen und wieder einen Pachi hinlegen. Von mir aus. So, extra für dich nochmal rotäugiger Schmied. Pachi. 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 So. Das ist sehr interessant. Ich fange mal an. Ja, mach mal. Oh, warte, den darf ich nicht normeln. Den darf ich normeln. Go, go, go. Power Rangers. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich normal beschwöre den, hier. Steinbefreier Drachit. Ja. Süß. Und da ich jetzt einen Steinbefreier-Monster bzw. Felsmonster habe, darf ich aus meiner Hand spezial beschwören die Steinbefreier-Forscherin. Ja. So, die hat den Effekt, ich kann 5 Karten von meinem Deck ausgraben und dann kann ich ein Felsmonster, was Stufe 4 und niedriger ist, davon als Spezialbeschwörung beschwören und der Rest wird unter das Deck gelegt in einer beliebigen Reihenfolge. Ja, mach mal. Ich aktiviere den Effekt. Tu das. Graben wir aus. Oh, da ist er wieder! Oh no! Oh no! Oh. Oh. Aber ich brauche meine Spezialbeschwörung noch. Ja. Aber ich lege den nach oben und dann kommt die Spiegelkraft. Und jetzt nur noch irgendwie 35 mal ziehen. Viel Erfolg dabei. Spielst du noch ein Pachi? Ja. Yes! Was? Er darf sie nicht nehmen, wird. Was? Was? Ein ausgegrabenes Fels, nicht Empfängermonster. Ah, dann muss es Tachi der Pachi sein. Ja, ja, dann musst du den Pachi nehmen, tatsächlich. Stimmt. Gut aufgepasst, dankeschön. Ja, obwohl, das ist ein Kann-Effekt, ne? Ich muss es nicht machen, oder? Und falls du dies tust, kannst du ein ausgegrabenes Feld sich den Finger als Spezialbeschwörung beschwören. Genau, musst du nicht. Also du kannst auch wieder alles zurücklegen, wenn du willst. Dann gucken wir mal eben kurz auf meine Hand hier drauf. Ja, das kann ich fast besser machen, weil sonst blockiere ich mich nur selber. Okay. Ja, das war mein Fehler. So, kann ich den denn auch sonst besser beschwören? Ne, natürlich nicht. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Steinbefreiern, dass sie auch teilweise nicht Empfänger nehmen. Richtig, die sagen das alle, dass ich nur nicht Empfänger nehmen kann. Okay, ich mache eine, wie heißt es nochmal, hier so eine Synchro-Beschwörung. Genau, Synchro-Beschwörung. Synchro 6. Obwohl... Ich kann auch eine Link-Beschwörung machen. Das geht auch, tendenziell. Kommt aber darauf an, ob der Halki-Fibrax die Effekte annulliert oder nicht. Effekte können in diesem Spiel nicht aktiviert werden. Ach, schade. Ja, dann meine Synchro. Synchro-Shokan. Naturia bist du. Ich nehme den Steinbefreier entstiegener Löwonit. Mhm. Den kann man ultra schlecht lesen.
So, während der Mainphase kannst du auch hier die obersten 5 Karten ausgraben und an deiner Hand eine ausgegrabene steinbefreie Karte hinzufügen. Und die restlichen Karten gehen wieder unter das Deck zurück. Und während meines Zuges, falls du ein Feuermonster im Friedhof liegen hast, kannst du ein Felsmonster im Friedhof, wenn du es als Spezialbeschwörung beschwören. Genau, den ersten Effekt möchte ich gerne anwenden. 5 Karten ausgraben. Mhm. Dogmatiker Nexus. Was passiert hier, fragt er sich. Abgefahren. Oh, das ist ja interessant. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Steinbefreier Sucher. So, den kann ich aber spezial beschwören. Ne, den Sucher kann ich spezial beschwören, weil ich einen Steinbefreier-Monster kontrolliere. Mhm. Der hat auch denselben Effekt wie die Forscherin. Ja, auch hier und wieder 5 Karten ausgraben und ein Fels-Nicht-Empfänger-Monster der Stufe 4 oder niedriger spezial beschwören. Genau, den möchte ich jetzt wieder anwenden. Mhm. Er wird ordentlich gegraben. Ausgegriffen. Ich glaube, du sollst den Prüfer nehmen, habe ich so das Gefühl. Ja, den nehme ich. Aber den darf ich nicht nehmen. Ich darf stimmt, er ist gerade erst ein Empfänger. Schade. So, aber den darf ich spezial beschwören. Den Gigantes. Der kann nur nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Ja. Bang. Genau. Ne, den musst du erst als Spezialbeschwörung von Hand beschwören, den du an Erdemonster vom Friedhof verbannst. Den darfst du auch nicht nehmen. Ja, zweiter Satz. Muss erst. Ja. Okay, das erst macht's kaputt. Ja, das heißt, ich darf sonst nichts nehmen. Ich darf nichts nehmen. Ja, dann alles wieder runter. Ja. Okay. Alles futsch. Na gut, Synchro 8, hallo. Wo bleibt da der Spaß? Spaß ist auf jeden Fall da. Mach ich jetzt auch nämlich Synchro-Beschwörung. Ein One-Up auf den Steinbefreier entstiegener Drachit. Yay. So, und der hat den Effekt, während der Main-Phase kann ich 5 Karten meines Decks ausgraben. Und falls ich das tue, kann... Ich erkenne ein System. Kannst du Karten, die dein Gegner kumuliert, bis zur Anzahl der ausgegrabenen Felsmonster auf die Hand zurückgeben. Okay, haben wir nicht. Zusätzlich lege die ausgegrabenen Karten zurück, also in die Reihenfolge wieder auf das Deck. Ja. Wenn dein Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert oder einen Zauber- oder Falleneffekt aktiviert, solange sich ein Wassermonster im Friedhof befindet, kann ich die Aktivierung annullieren, falls ich das tue, die Karte zerstören. Gut, und du hast zufälligerweise einen Drachit im Friedhof liegen. Jawohl. Verdammt. Also muss ich mich jetzt hüten? Ich glaube, das Deck ist mir ein bisschen zu schwach geraten. Was denn damit? Falls sich die Karte im Friedhof befindet, du kannst ein Wassersynchromonster wählen, das du kontrollierst, oder sich im Friedhof befindet. Lege es ins Extra-Deck zurück. Und falls du die tust, lege diese Karte aufs Deck. Nein, ich glaube nicht. Ich beende meinen Spielzug. Ja. Okay, jetzt hast du es mir so richtig gegeben. Warum eigentlich nicht? Ich aktiviere die Photonenzuflucht. Mit ihr darf ich 2 Photonenspielmarken beschwören. Typen Donner, Licht, Stufe 4, Angriffs- und Angriffspunkte 2000, 0 Verteidigungspunkte. Komme aber in Verteidigungsposition auf das Spielfeld und ich darf sie nicht als Synchromaterial benutzen. Und ich darf keine anderen Monster beschwören, außer Lichtmonster in diesem Spielzug. Okay, kannst du machen. Darf ich? Ja. Geil. Dann nehmen wir einfach mal hier so 2 Gummibärchen-Typen. So, jetzt habe ich 2 Spielmarken. Ich habe meine Spielmarken vergessen. Die Token sind nicht gesponsert von Haribo. Nein, absolut. Hashtag keine Werbung. Hashtag keine Werbung, genau. So, dann machen wir doch mal weiter. Das wird sogar nicht mal funktionieren. Aber machen wir es ein bisschen anders. Ich mache mit der Link 2 Beschwörung. Jo. Muss ich ja schon machen. Nein, das will ich noch gar nicht machen. Das macht noch keinen Sinn. Halt, stopp. Das müssen wir anders machen. Pass auf. Ich trenne mich von meinem Galaxiesoldaten und rufe dafür meinen Galaxieritter und rufe meinen Galaxiesoldaten. So, Entschuldigung. Jo. Effekt Galaxiesoldat. Ich möchte mir gerne eine Galaxie-Monsterkarte suchen. Ja. Hooray. Noch ein Galaxiesoldat. Mehr Soldaten braucht das Land. So, und jetzt kommt mich da eigentlich die Clou in der ganzen Geschichte. Jetzt nach dem Link 2 Beschwörung mit meinen beiden Token. Da freue ich mich aber, was das wohl soll. Ja, so ein Galaxie-Augen-Sonnen-Eruptdrache ist aber ganz hilfreich. Ach, der kann auch einfach irgendwelche... Der kann eine Photon- oder Galaxiekarte vom Friedhof wieder zurück auf die Hand geben. Darunter ein Monster mit 2000 oder mehr ATK. Die haben beide 2000 Angriffspunkte. Na, das ist der Vorteil dieser Karte. So, dann aktiviere ich den Effekt von dem Sonnen-Eruptdrachen und möchte mir gemein Galaxie-Ritter zurück auf die Hand holen. Ja.
Das ist das Gute an der Karte. So, und jetzt mache ich den Traum aller Cyberdrachenspieler. Ich beschwöre meinen zweiten Galaxiesoldat, indem ich meinen Galaxieritter erneut abwerfe. Okay. Und dann überlagere ich nämlich die beiden. Ich darf zwar nur Lichtmonster beschwören, aber passenderweise sind Cyberdrache Nova und auch Cyberdrache Unendlichkeit. Ja. Beides Lichtmonster. Ist das nicht herrlich? Ja, geht so. Geht so, ne? Kann man mal machen. Dann würde ich ganz gerne den Effekt von Cyberdrache Unendlichkeit einmal aktivieren und in einen deiner Monster wählen und es als Material unter ihnen drunter hängen. Ist das nicht schön? Ist okay. Kann man mitarbeiten, ne? Schlürf. So. Dann aktiviere ich Wiedergeburt. Und dann begrüßen wir einmal meinen Galaxieritter zurück auf dem Spielfeld. Nice. Darfst du den holen? Das ist ein Lichtmonster. Okay. Was ist das für eine Antwort? Ja, ich darf ihn holen. Ist ein Lichtmonster. Ja. Und weil ich jetzt passenderweise ein Foto einer Galaxiemonster der Stufe 5 oder höher kontrolliere, darf ich noch meine Galaxie-Expedition aktivieren und ein Galaxie- oder Photonmonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. Jawohl. So ein Galaxie-Augen-Photon-Drachen zum Beispiel. Ah, ist ein Lichtmonster. Ja, schön, ne? Das Deck, das kann halt voll ausrasten, das ist der Hammer. Nibiru tut noch ein bisschen weh, aber selbst dann kommt das Deck nochmal wieder zurück. Ich überlagere mal meine beiden Monster. Okay. Und ich denke, ich erlaube mir jetzt mal so einen Galaxieaugen-Urphoton-Drachen. Der hat nämlich einen ganz tollen Effekt. Während der Schadensberechnung sollte diese Karte nämlich kämpfen, kann ich einmal pro Kampf ein Material von dieser Karte abhängen. Und dann bekommt er während der Schadensberechnung Angriffspunkte in Höhe der Ränge aller Exis-Monster auf dem Spielfeld mal 200. Okay. Und sollte er durch einen gegnerischen Karteneffekt zerstört werden, solange er den Galaxie-Augen-Photon-Drachen als Material hat, kann ich ihn während der zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung dieses Effektes als Spezialbeschwörung beschwören und seine Angriffspunkte verdoppeln. Jawohl. Schön, oder? Außerdem, eins sollte man nicht vergessen, diese Karte macht nur halben Kampfschaden, außer er hat einen Galaxie-Augen-Photon-Drachen als Material. Ich würde sagen, ja. Battle-Phase. Okay, hast eigentlich gewonnen. Halt, stopp, langsam. Alles schön der Reihe nach. Okay. Wir wollen ja hier schon pro forma richtig arbeiten. Angriff mit Galaxie Augen Sonne Erupt-Drache. Ah, di-di-di-ding. Dann greife ich mit dem Cyberdrachen Unendlichkeit an, der pro Exis-Material 200 Angriffspunkte noch oben drauf bekommt. Das heißt, er hat mal 800 Punkte oben drauf und ist bei 2900 Punkten. Ja. Und dann kommt der große, böse Galaxieaugen-Urphotonen-Drache noch vorbei. Und ich aktiviere seinen Effekt. Und dann bekommt er jetzt 8 plus 6, also insgesamt 14 mal 200 Angriffspunkte obendrauf. Also 2000, wie viele Punkte? 2800, oder? Richtig. Ja. Das ist aber 6800 Punkte. Und weil ich den Galaxieaugen-Photon-Drachen noch drunter habe, macht er auch den vollen Schaden. Ja, nice. Und das brennt mal so richtig. Das brennt so hart, wie es nur geht. Buff. So schnell kann es gehen. Absolut. Wir haben noch eine Runde vor uns. Ja, dann auf in Runde 3. Das ist eigenartig, dass du mir nach jeder Runde meine Monster wiedergeben musst. Ja, komisch, ne? Mhm. Aber wenn du sie hol dir mal deine eigenen Karten. Wenn du sie mir freiwillig überlässt. So freiwillig war das gar nicht. Stimmt. Ich mag das Deck sehr. Das ist echt so cool. Vielleicht sollte ich mal second gehen. Würde ich mir gut überlegen. Könnte auch nach hinten losgehen. Also ich glaube, wenn ich second gehe... Ja, komm, ich gehe mal second. Okay. Ich hatte das noch nicht durchgemischt. Dann misch noch mal ordentlich durch. Ja. Kaliber der Drache, bitte in der nächsten Pause. Oder während des Duells? Nein, dann antworte ich nicht. Nein, Kaliber leider Spezialbeschwörer. Ach so. Aha. Oh. Toll, jetzt hast du es zurückabgehoben. Jetzt hast du alle guten Karten nach oben gemischt. Dann hast du wenigstens jetzt eine Chance. Oh. Ja, fang an. Ich soll anfangen? Ja. Dann fange ich mal an. Nein!
Da klingt aber jemand sehr begeistert. Dann werde ich mich jetzt extra dezent für dich ein bisschen zurückhalten. Ich trenne mich von meinem Photonendrescher und rufe als Spezialbeschwörung meinen Galaxiesoldaten und aktiviere seinen Effekt, ja, um ein Galaxiemonster von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Ist okay. Moment, halt, stopp. Da geht vielleicht noch was. Ist okay. Ich suche mir eine Galaxie auf dem Photonendrescher. Soll ein Galaxienmonster sein, genau. Den Effekt darf ich auch noch einmal pro Spielzug machen mit dem Suchen. Beschwören geht mehrmals, aber suchen nur einmal. Ist okay. So, von genau diesem Galaxie-Augen-Photonendrachen trenne ich mich und rufe einfach einen zweiten Galaxiesoldaten. Jo. So, die beiden Kollegen überlagern wir da mal. Und dann beschwöre ich einen Cyberdrachen Nova. Der bleibt aber nicht besonders lange, weil den nutze ich als Exist-Material und rufe einen Cyberdrachen Unendlichkeit. Und dann werde ich einfach abschließend eine Karte verdeckt setzen und dann erstmal an dich abgeben. Okay. Ich ziehe. Nee, ich glaube, ich muss es wieder zurückbauen auf die, auf die alte Variante. Auf die starke Variante. Mhm. Dreimal die Spiegelkraft. Dann setze ich, noch ein Monster. Hier hin, dahin, wohin, hier dann. Und dann bist du dran. Okay. Dann ziehe ich meine Karte. Ach, warum eigentlich nicht? Ich habe ein bisschen Angst vor deinen verdeckten Karten. Ich riskiere es einfach. Ich normal beschwöre meinen Galaxiezauberer. Jawohl. Der kann zum einen seine Stufe bis zum Ende, Ende dieses Zuges um 4 erhöhen. Und ich kann ihn als Tribut anbieten, um mir eine Galaxiekarte von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Das möchte ich gerne machen. Ich aktiviere seinen Effekt. Mhm. Und den habe ich. Später vielleicht. Ich suche mir erstmal den Galaxieritter. Ich mag den Galaxieritter. Der ist schön. Der sieht so mega alt aus. Den habe ich damals auch aus der TIN, damals, wo das erste Mal rauskam. Die TIN von welchem Jahr? 2007 oder so. Oh. Oder noch ein bisschen später war das schon. 2012 oder so. Battlephase. Ja. Angriff. Auf deine Angriffskarte möchte ich gerne deine Karte aktivieren. Das habe ich mir schon gedacht. Es ist Felsbombardierung. Das ist okay. Die 500 Punkte Schaden kassiere ich wohl. Ich möchte was auf den Friedhof legen. Ja, mach mal. Leg dir mal ein Felsmonster auf den Friedhof und füge mir 500 Punkte Schaden zu. Und ich habe jetzt schon mit einer Spiegelkraft gerechnet. Oder hast du mir den Gefallen ja nicht getan? Lege dir was Schönes auf den Friedhof. Ich habe, glaube ich, bei der Decke nicht alles durchgedacht. Aber ich nehme in dem Fall mal den. Wo ist er? Ich habe ihn gerade gesehen. Na komm. Da, den Wachposten Steinsoldat. Ui, der gab dich Spezialbeschwörung, wenn du nur Felsmonster kontrollierst, ne? Genau. Mindestens eins. Mindestens eins. So, dann geht mein Angriff aber weiter, ne? Genau. Und dann verabschiedet sich Drachit. Drachit. Ja, du bist dran. In der Endphase. Aktiviere ich nochmal Felsbombardierung. Jetzt sag nicht, dass du dreimal die Felsbombardierung. Und daran kette ich die Felsbombardierung. Boah. Ja, nee, ist okay. Ich nehme die beiden Punkte Schaden. Also das ist okay. Die gönne ich dir jetzt absolut. Dreimal auf Start hat, aber das ist ja echt bitter, ey. Jawohl. So, welcher von den Karten hat denn noch alles hier Friedhofseffekte? Ich glaube alle nicht, ne? Nur die Steine haben Friedhofseffekte. Tja, jetzt, wenn man sich jetzt so einen weißen Stein der Legende oder sowas reinschmeißen könnte, ne? Aber normalerweise sind die keine Felsmonster. Den lege ich rein. Obwohl, ne, den nicht. Aber ich glaube, ich kann Gigantes reinlegen, ne? Der kann sich, glaube ich, specialen. Gigantes nicht, nur von der Hand. Ah, okay. Ja, doch den Greifonit und ich lege noch rein... Den Löwonit? Genau. Ich wusste es. Aber
Guck mal, ich habe schon ein paar Punkte abgezogen. 1500. Ich hab noch gar keine verloren. Ja, also du bist gerade hart im Vorteil. Also ich muss mich echt jetzt hüten, dass du mich hier nicht komplett fertig machst. Okay, dann gehe ich mal in meine Draw Phase. Ja. Jetzt der Karten. Danke für gar Ja, wenn man so. Die Angriffsstärke zu sehr runterdreht von einem Deck, dann. Ja, ich hab's zu gut gemeint. Wo muss ich denn anfangen, bitteschön? Am besten ganz vorne. Ne, also jetzt fällt mir gerade was ein. Ich hab wieder alles komplett falsch gemacht. Sehr, sehr peinlich. Gräm dich nicht, soll schon mal vorkommen. Ja, genau. Ich spezialbeschwöre. Ne, ich spezialbeschwöre gar nichts. Ich normal beschwöre. Loki Loki. Mhm. Und dann möchte ich spezialbeschwören den Wachposten Steinsoldat. Mach mal. Ich werde dich nicht daran hindern. Der hat jetzt gerade 2-7, ne? Ja. Kaiju. Schade, dass es kein Fels-Kaiju gibt, ne? Nee, gibt's nicht. Nein, da wurden auf jeden Fall Fehler begangen. Richtig harte Fehler. Ich komm nicht über 2-7 drüber, ne? Oh. Tja, aber aus Fehlern lernt man, Christian. Dann machst du es beim nächsten Mal besser. Ja, komm, Endphase. Oh, interessant. Die habe ich auch noch nicht gesehen heute. Gut, dann rufen wir als Normalbeschwörer meinen Galaxie-Ritter. Jawohl. Den darf ich unter Tribut Normalbeschwörer. Ach nee, darf ich nur, wenn ich ein Foto meiner Galaxie-Monster kontrolliere. Hasse nochmal Glück gehabt. Wir kennen ihn nicht. Galaxie, Cyberdrache, Unendlichkeit. Ja, leider nicht. Oder noch nicht Foto und Cyberdrache, Unendlichkeit. Können wir aber anders machen. Ich aktiviere Galaxie Nuller. Jawohl. Ich darf ein Photon oder Galaxiemonster in meinem Friedhof werden, es als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition beschwören, es ausrüsten, aber es darf nicht angreifen und seine Effekte darf ich auch nicht aktivieren. Und okay. Wenn die Ausrüstungskarte zerstört wird, dann werden die Angriffspunkte von den Monstern zu Null. Mhm. Ja. Genau. Und während der Battlephase, falls das Monster zerstört werden würde, kann ich stattdessen diese Karte zerstören. Okay. So, und wenn ich jetzt ein Photon oder Galaxiemonster kontrolliere, darf ich auch den guten Kollegen aber als Normalbeschwörung beschwören. Und zwar ohne Tribut, das ist halt so schön. So. Er verdient erstmal 1000 Punkte durch seinen Effekt erstmal per se, aber das macht nichts, denn ich überlagere meine beiden Monster einfach mal, weil es Spaß macht. Dann geht auch die auf den Friedhof. So, was nehmen wir denn da mal? Ach, nehmen wir mal den Kollegen, den hatten wir auch noch nicht. Einfach mal, weil es Spaß macht. Ich beschwöre meinen Nummer 107 Galaxieaugen Tachyonendrache. Der hat eigentlich einen ganz coolen Effekt, denn am Beginn der Battlephase kann ich ein Exismaterial von dieser Karte abhängen und die Effekte von allen anderen Karten auf dem Spielfeld annullieren. Und solltest du dann während der gleichen Battlephase, also die Eignungs- und Verteilungspunkte von allen Monstern gehen auch auf die Grundangriffsstärke zurück. Und solltest du während der Battlephase einen Effekt aktivieren, dann bekommt er 1000 Angriffspunkte und darf einen zweiten Angriff durchführen. Jawohl. So. Ich nutze aber jetzt auch den Effekt von Cyberdrache und Endlichkeit und möchte mir gerne Doki Doki einmal schnappen und ihn ausrüsten. Ja, und damit ich es nicht großartig spannend mache, wobei, komme ich sowieso noch nicht durch. Ich gehe in die Battlephase, aktiviere seinen Effekt aber nicht, sondern greife einfach mal nur mit Cyberdrache und Endlichkeit deinen Schwachposten Steinsoldaten an. Er wird nicht verbannt, oder? Ich glaube nicht. Nee. Gut, und dann Angriff mit dem Tachyonendrachen für 3000 Punkte Schaden. Nämlich. Gut, dann beende ich meinen Zug. Okay. Dann ziehe ich mal und hoffe auf was Gutes. Ich aktiviere
Steinbefeuert Weichen. Damit kann ich ein Felsmonster am Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören. Und dann, falls es ein Steinbefeuermonster war, kann ich ein Felsmonster der Stufe 4 oder niedriger von meinem Deck nehmen und auf mein Deck legen. Dann würde ich ganz gerne den Effekt von Cybersache und Endlichkeit einmal aktivieren und die Aktivierung von deiner Karte annullieren und sie zerstören. Das habe ich mir fast schon gedacht. Mhm. Dann mache ich jetzt eine Normalbeschwörung. Mhm. Ja, Normalbeschwörung, steinbefreier Suche. Ja. Und ich aktiviere so einen Effekt. Ich möchte 5 Karten ausgraben. Dann aktiviere ich jetzt meine verdeckte Karte, Tachyonentransmigration. Annullierst du? Ich annulliere und zerstöre die Karte. Ich mische die annullierten Karten ins Deck zurück. Oh. Ja, dann Endphase. Das Deck zurückmischen ist doch sogar nett, dann kannst du es ja später nochmal benutzen. Es kommt kein später. Stimmt, da war ja was. Ich ziehe meine Karte. Ja, ist schon irgendwie bezeichnend, oder? Battlephase. Ja, hau rein. Angriff mit beiden und dann komme ich auf durch 5000 Punkte Schaden. Ist okay. Ja, das war zu viel Stärke rausgenommen aus dem Steinbefreier-Deck. Das kann nämlich eigentlich noch eine ganze Menge mehr. Und wie? Ja, nichtsdestotrotz, Photon-Galaxie, durchaus ein Deck, was man auf dem Schirm haben sollte, denn es kann definitiv ein paar sehr coole und starke Züge auf das Spielfeld halt hinlegen. Mhm. Das war unser drittes und letztes Duell für den heutigen Tag. Wenn ihr noch mehr Duelle sehen wollt, schaltet auf jeden Fall nächsten Samstag wieder ein twitch.tv/traderonlinevideo ab. 14 Uhr geht es hier los. Weitere Duelle auf unserem Twitch-Kanal. Ansonsten könnt ihr jederzeit die ganzen Wiederholungen hier auf unserem YouTube-Kanal angucken, falls ihr die Wiederholung habt. Gibt auf jeden Fall eine ganze Menge zu sehen und zu erleben. Falls euch die Duelle gefallen haben, lasst gerne noch ein Like da, abonniert unseren Kanal, um kein Duell zu verpassen. Und das war's für diesen Samstag. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Schaltet ein und bleibt gesund. Tschüssi. Sich.